Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Fallout 76. Ich muss mal ganz kurz was essen. Das wollte ich eigentlich gerade schon machen, aber vergessen. Jedenfalls, das wollte ich nicht reinziehen. Ach, scheiß drauf. Jedenfalls habe ich mir jetzt gerade nochmal unsere Perks angeguckt und ich habe mich entschieden, was ich machen möchte. Und zwar... Punkte ändern will ich noch nicht. Wir haben hier ja noch 6 ungenutzte Punkte. Und 4 davon werden höchstwahrscheinlich, oder 3, weiß ich gar nicht. Auf jeden Fall werden hier ein paar Punkte drin landen. Und zwar, habe ich mir gedacht, wenn wir ohne Power so rumlaufen, wäre das ganz gut, wenn wir noch ein bisschen Resistenz dazu kriegen. Und da wäre, du erhältst 10 Schadens- und Energieresistenz, wenn du keine Powerrüstung trägst. Da brauchen wir doch 4 Punkte, ne? 4 Punkte ist richtig. Ansonsten, ich habe mir jetzt nicht weiter viel angeguckt, aber ich denke mal, das wird es im Endeffekt sein, was da noch landet, ja. Alles klar, gut, dann tun wir einen Punkt hier rein. Zack. Und dann ziehen wir bei Agility einen Punkt ab und tun das auf Endurance. So, jetzt haben wir hier 2 Punkte. Können den hier mit reinmachen. Aber eigentlich brauchen wir den auch nicht, ne? Ja, gut. Dann wissen wir Bescheid. Das ist jetzt nichts Weltbewegendes. Sehr schön. Ja, dann haben wir uns jetzt entschieden. Ja, wir müssen uns irgendwie darauf vorbereiten, dass wir bei so Raids klarkommen, weil ich möchte ja auch noch irgendwo in die Kanalisation rein. Das ist ja auch eine Art Raid. Ich weiß nicht, ob sie da schon irgendwie großartig was gefixt haben. Deswegen werden wir uns das auf jeden Fall mal zu Herzen nehmen. So, reparieren. Pfeifen im Dunkeln. Wo ist denn das? Ich hasse das. Ich finde das nicht, weil die das umgestellt haben. Reparaturbank. So, zack. Ja gut, der Rest ist klar. Ja, ich wollte weg. Dankeschön, Spiel. Gut, währenddessen werden wir selbstverständlich weiter noch ein bisschen erkunden. Wir wollten ja noch woanders hin. Und zwar zu diesem verlassenen Bunker. Und wir könnten beim Ausguck kurz mal reingucken. Ich denke mal, das ist ein guter Plan. Ja, im Großen und Ganzen finde ich den Raid schon mal sehr schön, sehr spannend. Ich habe jetzt nicht viel davon gesehen, aber das, was ich gesehen habe, hat mir gefallen. Red Hirsch. Kaboom. Was ist das da? Ich habe Raketen. Ich habe Raketen mitgenommen. Das wollte ich nicht. Munitione. So, Raketen. Tschüss. Das brauchen wir wirklich nicht. Na gut, gehen wir kurz mal den Ausguck hoch und gucken mal einmal ganz kurz durch den Ausguck. Einfach nur, um zu gucken, ob hier was in der Nähe ist. Hä? Mein Bluetooth war noch an. Ich kann mit meinem PC und meinem Handy gleichzeitig verbunden sein, um neben dem Zocken quasi direkt zu telefonieren, was ich auch genutzt habe, deswegen war es an. Ja, nichts oder was? Okay, dann haben wir hier in der Nähe tatsächlich alles. Oh, ich hasse es hier runter zu laufen. Kann ich nicht einfach springen? Geht doch. Oh, eine neue Karte. Ein neuer Ort. Was auch immer das war. Ach da, Hochmoor. Na, dann gehen wir da auch gleich hin. Wir brauchen nämlich noch eine Königin und einen Jäger. Von den Meyerlurks. Überlebe ich das? Ja, wieso bin ich schon wieder verstrahlt, ey? Diese Strahlungskacke. Erstmal die Verdünnten loswerden und dann ein normaler hinterher. Und das müsste dann klappen. So, verlorener Bunker, verlassener Bunker.
Ich hinterfrage das jetzt mal nicht. Wie sinnfrei. Ist das so ein Terminal? Also wahrscheinlich irgendjemand schon kaputt gemacht. Hallo. So, das wird wahrscheinlich wieder andere Bunker ziemlich nutzlos sein. Die Militärplatine nehmen wir mit. Oh, lose Schrauben. Okay, hat sich schon gelohnt, herzukommen. Überschüssiger Kleber. Was ist denn los hier? Ich würde gerade sagen, ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Kleine miese Kakerlake wollte sich anschleichen. Na, da sind sie laut. Ach, Ratten. Mal was Neues. Hier steht ja alles unter Wasser. Falscher Knopf. Okay, irgendwie ist hier niemals so ein scheiß Kern drin. Voll gemein. Ich will ehrlich gesagt nicht ins Wasser, aber das da will ich haben. Oh, ist nicht verstrahlt. Perfekt. So gönne ich mir das. Wir müssen noch... Ah, scheiße. Wo war das? Nee. Mein Kopf ist gerade ein bisschen durcheinander. Ich brauche ja noch die Terminals. Stufe 0 Terminal hatten wir irgendwo gesehen. Ich glaube, das war bei Pharma Arctos, oder? Dann müssen wir auf jeden Fall noch irgendwie was finden. Und eigentlich war das hier ja das Untersuchen dieser Gebiete dafür zuständig, dass ich etwas finde. Aber leider gibt es hier keine Terminals. Ja, schade. Oh gut, ein bisschen Loot gesammelt. Ich finde, hier gibt es viel zu wenig zu lesen. Das ist schon irgendwie ein bisschen traurig. Ich meine, dafür, dass die zu Release gesagt haben, hey, okay, keine NPCs, dafür gibt es Story ganz viel zu lesen, können wir nicht wirklich viel lesen. Ach, ich war zuerst im Bunker und habe ihn dann entdeckt. Ja, nice. Na gut, nächster Punkt wäre da hinten. Gehen wir mal darüber. Dann müssen wir auf jeden Fall noch kochen und den Mottenmannflügel irgendwie hinkriegen. Das sieht mir doch schön nach dem Bayerlöck-Gebiet aus. Also kommt her, holt mich, wenn ihr könnt. Ist aber nichts. Oh, ich liebe dieses Nachtsichtding. Eine Königin. Komm mal hier. Ich habe in meiner großen Wumme nicht mehr genug Munition drin, ne? Will ich nur mal anmerken. Ignorier mich nicht, hallo? Ist sie jetzt hinter mir her? Ne, die ignoriert mich eiskalt. Dafür mache ich 3,5-fachen Schaden. Hä? Erfahrung? Achso, weil ich das Moor entdeckt habe. Ich glaube, sie hetzt gerade die kleinen Kinder auf mich. Hört sich so im Hintergrund an. Ein leuchtender Meierlurk. Schön. Okay. Ich weiß nicht, ob das ein Jäger ist, weil ich habe ehrlich gesagt keine Ahnung, was ein Jäger sein soll. Wo ist denn der überhaupt? Gehen wir erstmal Richtung Königin. Die können wir wenigstens nicht verfehlen. Ach da. Da ist nichts.
So, die Königin. Check. Alles klar. Jetzt brauchen wir nur noch den Jäger. Was war hier gerade in der Nähe? Habe ich gerade König gelesen? Wo ist der Leuchtende hin? Mann! Leute, versteckt euch doch nicht, wenn ihr sterbt. Ich muss Orientierung fassen. Wo ist die Königin? Ich finde nicht mal mehr die Königin. Oh, da ist sie doch. Oh Gott, deswegen. Mir geht's gut. Scheiße. Ja, ich habe König gelesen. War schon richtig. Jetzt lasst mich doch mal in Ruhe. Okay. Ihr wollt den Nahkampf-Damage der Hölle haben? Der muss sich nur verziehen. Der ist das Problem. Du ist mir egal. Ja, das Staunste war, ich kann auch hart zuschlagen. 1-1 gegen Meyer Lurk und ich verliere hier fast. Oh. Leuchtender Meyer Lurk. Nee, du bist kein Jäger. Was zur Hölle ist ein Meyer Lurk Jäger? Alexa, was ist ein Meyer Lurk Jäger? Das weiß ich leider nicht. Ich auch nicht. Ich glaube, das weiß niemand. Ich google das. Keine Ahnung, ich kann einfach nur versuchen, alle Meyer Lurks zu fotografieren, die ich sehe. In der Hoffnung, dass da einer dabei ist, weil hier steht einfach nur leuchtender Meyer Lurk. Das dürfte einfach wahrscheinlich eine Krabbe sein. Ein Jäger. Naja, so, wir sind auf jeden Fall schon mal einen Punkt näher gekommen. Und ich würde sagen, wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem Opossum als nächstes. Das klingt doch nach einer. Ich glaube, ich habe ihn gerettet. Mach mich nicht krank, Junge. So, wir verdursten mal wieder. Scheiß Krankheiten. Gut, reisen wir ganz kurz nach Hause. Holen da ein bisschen was zu trinken. Weißt du, die zeigen hier auch nur ein Bild von dem Meyer Lurk. Varianten. Es gibt Meyer Lurk Schlüpfring, Weichpanzer, Meyer Lurk Messerklaue, Todesklaue. Leuchtender Meyer Lurk, den haben wir gerade gesehen. Meyer Lurk Jäger. Ja, was ist das denn? Aber Krabbe wird ja auch nicht angezeigt. Ich entsinne mich. Ich weiß wieder, wie ein Jäger aussieht. Ah, natürlich. Das, was wir gerade getötet haben, sind Krabben gewesen. Der Jäger ist halt länglich und hat einen Schwanz. Ich weiß es wieder. Ich weiß es wieder. Okay, alles gut. Alles gut. Ich wollte gar nicht hier hoch. So, dann weiß ich jetzt, wonach ich Ausschau halten muss. Eigentlich wollte ich Wasser holen, ne? Okay, aber kümmern wir uns erstmal ums Opossum. Meyer Lurk Jäger könnten wir eigentlich auch hier antreffen, oder? Weiß es nicht. Flatwoods. Ich glaube, in Flatwoods waren welche. Wir müssen sowieso noch Kühe melken. Ach du Scheiße, das auch noch. Ah, also wenn wir nicht mehr weiterkommen, wie zum Beispiel mit dem Mottenmannflügel und so weiter und so fort, dann widmen wir uns direkt der nächsten Herausforderung, und zwar die Kaulquappen-Herausforderung. Was auf jeden Fall wichtig ist, ist auf jeden Fall der Skorpion. Den will ich auf jeden Fall noch hinkriegen, bevor wir anfangen. Und ansonsten, Heilsalbe kann ich herstellen, Heilmittel, aber Antibiotika, da fehlt mir das Rezept für. Das müssen wir uns doch irgendwie organisieren.
Ansonsten müssten wir alles haben. Ich schreibe mir nochmal auf Kühe melken. Kühe melken. Was ist denn hier los? Radioaktiver Sturm? Der sieht ja cool aus. Haben sie das verändert? Das sah vorher nicht so cool aus. Naja. Na gut, ich glaube, hier waren Opossums. Ich meine, Opossum können wir auch, ganz ehrlich, auch einfach mal in Ruhe lassen. Weil die werden wir so oder so finden. Müssen wir, glaube ich, nicht jagen. Bist du ein Opossum? Nee, du bist ein Brahmin. Du mich ja auch, Brahmin. Der lässt sich gar nicht erst melken. Magst du vielleicht meine Waffe nicht? Nö. Ach komm. Wer hat sich noch nicht melken lassen? Du lässt dich überhaupt gar nicht melken, ne? Ich töte sie nicht zum Spaß. Also ich töte auch nicht, damit andere nichts davon haben. Ich töte, damit ich weiß, dass ich sie schon hatte. Weil tote Brahmins haben wir schon gemolken. Und ich muss aufpassen, dass da irgendwo mal ein Event stattfindet. Das fehlt mir nämlich auch noch. So, kein Opossum hier. Mr. Farmland. Du musst leider sterben. Jetzt schwören können, hier waren eine Milliarde Opossums. War das hier in Flatwoods? Ja, das war Flatwoods. Wo ich die immer gesehen habe. Ach. Lauf nicht weg. Seit wann haben die zwei Köpfe? Seit wann haben Opossums zwei Köpfe? Hatten die doch nie, oder? Hatte ich den Opossum schon? Bin ich jetzt blöd? Habe ich den jetzt umsonst geholt? So, hier fehlt mir noch Victor der Erleuchtung, beschaffe Mottenmannflügel und Red Skorpion, okay. Kochen, ach ja. Oh. Müssen wir gucken, ob wir das alles können. Froschhabitat können wir auch noch herstellen. Der Jäger, den holen wir uns auch noch. Ja, Terminalzecken ist halt so eine Sache, ne? Ja. Aber davon habe ich schon welche. Hm. Stelle Antibiotika, Heilmittel und Heilsalbe her. Wieso fehlen da 4 Punkte? Nutze ein Stimpak-Diffusor. Alles klar. Lege die Schwimmprüfung im Pfadfinder-Pionieramt Spruce Knopfsee ab. Schieße mit der Kamera ein Foto vom Colosseum Mountain im... Ach du Scheiße. Wir müssen zum Wasserpark. Melke erfolgreich ein Brahmin. Ja gut, das dauert noch. Kaninchen! Oh, ein verdammtes Kaninchen, ey. Ja, geil. Na gut, gehen wir zum Wasserpark. Ich verdurste. Ah, dieses Red, ne? So, Sturm ist vorbei. Was haben wir denn hier alles so? Duft des Todes. Mama Dolce, ne? Ja. Protestmarsch. Starte Monaganoi. Keine guten Events am Start. Hm. Na gut, Wasserpark, ich komme. Vielleicht finden wir da auch einen Jäger. Mal gucken. Was ist denn das hier? Ah, so, ein umgestürzter Bus. Das wäre ein Bunker. Sah von Weitem so aus. Okay, ich denke mal, der Typ da drin wird alles schon erledigt haben. Wir müssen nur noch die Fotos schießen. Wir müssen Fotos schießen von... Challenges, Welt,
Colosseum Mountain, Slither Rutsche, Wavy Waves. Oh Gott, wir müssen Attraktionen fotografieren. Weil soll ich wissen, was was ist? Also, die Rutsche ist klar. Ach, guck mal hier. Slither Size. Reicht das, wenn ich das Schild fotografiere? Offensichtlich nicht. So, die Frage ist, ich steck fest. Oh, ich steck nicht fest. Ist aber alles gut. So. Wir gehen mal aufs Dach. Versuchen von da aus einfach die Rutsche zu fotografieren. Ah, da stand's gerade sogar. Krokos Mountain haben wir erledigt. Das ist die Rutsche. Das ist das heiß. Waren wir eigentlich jemals hier oben drauf? Nee, ne? Wir gehen da gleich mal rein. Slither Size. So, was ist die andere Attraktion? Müssen wir gleich mal gucken. Wir könnten quasi den Kroko besteigen und da eine Basis drauf bauen. Das wäre eigentlich voll cool. Aber ich muss mich einfach fokussieren. Ich brauche das Blei. Ich darf nicht. Das wäre so cool, da oben drauf zu bauen. Mal gucken, ob es überhaupt geht. Wir müssen ja nicht drauf bauen, aber wir können mal gucken, ob es geht. Es wäre auf jeden Fall cool, da irgendwie auf dem Krokos sein Haus zu haben. Oder hier drin. Ja, guck mal. Hier gibt es tatsächlich was. Wieso war ich hier nie? Bin ich nicht auf die Idee gekommen? Ich will auf den Kroko rauf. Wie kriege ich das am besten hin? Nein! War mir ein bisschen zu knapp. Man kommt sogar regulär darauf, ohne die Mutation. Einfach hier raufspringen. Bin ich nicht drauf gekommen. Okay, wir müssen von hinten rein. Wenn jeder weiß, von hinten geht das immer. So, von hier aus müsste es funktionieren. Ha, ich bin drauf. Und jetzt hier quasi. Na gut, es geht nicht. Ach, schade, wie cool werden das? Wenn ich hier einfach sein Haus aufbauen könnte. Geh mal hier auf den Kopf. Oh. Naja, schade. Ach, guck mal, die Gegner spawnen. Ha. Oh, Stufe 23. Na gut, da hätte ich auf den Kopf ziehen müssen. What the fuck, hast du mich erschrocken? Das hört sich nicht an wie ein normaler Gegner. Sich an wie so ein Sniper. Gut, was ist jetzt die andere Attraktion? Das da. Das Einzige, was ich jetzt irgendwie noch sehe. Okay, wie heißt denn das letzte? Challenges. Ich komme immer durcheinander hier. Schwimmen.
Baby Waves. Ist das der Besitzer? Und Baby Waves. Ach, du warst das bestimmt die ganze Zeit, wa? Und Baby Waves. Da ist ja das Kroko-Ding ins Kirchens. Ja, da steht Wavy Waves, aber das wird's nicht sein, ne? Nee. Ich könnte mir vorstellen, dass das eine Person ist. Wer ist Wavy Waves? Sag es mir, sonst töte ich dich. Es ist die Rutsche. Es ist der Krokodok. Gibt's denn eine Statue von Baby Waves? Nee, ne? Leute, ihr müsst es mir sagen. Was zur Hölle ist Baby Waves? Ich weiß es nicht. Ich sehe hier nur zwei Attraktionen. Einmal den Kroko-Hans, die da. Und die Rutsche. Ich will nur einmal ganz kurz nochmal aufs Dach gehen da. Damit wir einen Überblick haben. Was zur Hölle ist Baby Waves? Ich meine, es klingt wie das da unten. Klar. Hier. Nur von wo aus soll ich das fotografieren? Wo ist die Attraktion an sich? Wir müssen einfach dem Wasser folgen? Also hier ist ein Becken, wo man raus kann. Hier muss es doch irgendwo eine Hütte geben, wo man quasi beginnt. Oder ist das einfach nur zum Schwimmen? Keine Ahnung. Ja, hier gibt's keine Attraktionshütte dafür. Das finde ich jetzt verwirrend. Wir haben hier dieses Ding hier. Das könnte das Baby Waves sein. Allerdings ist das keine Attraktion, sondern anscheinend nur ein Planschbecken. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Gibt ja auch irgendwie kein Schild dafür oder so. Okay, letzter Versuch. Dann beenden wir die Folge. Und dann könnt ihr mir gerne aushelfen. Ja. Ich finde das jetzt nämlich mehr als verwirrend. Das Einzige, was Baby Waves sein könnte, ist das hier unten. Aber ich habe da keine Markierung für. Ja, Freunde, wäre geil, wenn ihr das in die Kommentare schreibt. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Haut rein, euer Zero. Tschüss.